Als Kind sind wir aufgestanden und konnten wahrscheinlich schon Tage vor Weihnachten nicht mehr schlafen, weil wir uns so sehr darauf gefreut haben und nichts Negatives mit Weihnachten verbunden haben. Wir haben alles und jeden geliebt. Wir haben uns auf das Christkind gefreut. Wir haben uns darauf gefreut, dass unsere Wünsche in Erfüllung gehen und dass unsere Wunschzettel, die wir an das Christkind geschrieben haben, angekommen sind und haben uns darauf vorbereitet, dass die Geschenke, die wir uns in diesem Jahr gewünscht haben, ankommen. Wir haben versucht, das Christkind einzufangen. Wir haben uns darauf gefreut, auf das leckere Essen. Wir haben einfach jeden Moment aufgesogen. Als wir älter wurden, wurden wir vielleicht enttäuscht. Vielleicht wurden Erwartungen, die wir hatten, nicht erfüllt. Und so manche Erfahrung wurde plötzlich als negativ abgespeichert. Plötzlich ist das so ein dumpfes Gefühl, dass wir uns nicht mehr so sehr auf Weihnachten freuen können. Dass wir plötzlich zumachen, weil wir Angst haben, verletzt zu werden. Dass wir nicht mehr zulassen, uns Tage vorher schon auf Weihnachten zu freuen. Alles wird dumpf und grau. Und unsere Freude ist dahin. Und ich möchte dich einladen, dass du in diesem Jahr mal versuchst, dich mal wieder richtig zu freuen. Und zwar vielleicht nicht so wie ein Kind, aber so wie ein Erwachsener, der reif geworden ist und der sich bewusst für die Freude entscheiden kann. Der weiß, dass nicht alles perfekt sein wird. Der weiß, dass nicht alles rosarot ist. Der weiß, dass er mit einem Bewusstsein an das Ganze herangehen kann, dass es positive und negative Aspekte gibt. Im Leben hat alles, was wir tun, eine Schatten- und eine Lichtseite. Das heißt aber nicht, dass wir die Freude nicht mehr leben können. Als erwachsener Mensch können wir uns bewusst dafür entscheiden, wieder Freude zulassen zu wollen. Wir können uns dafür entscheiden, dass wir Situationen bewusst wahrnehmen und dass wir wissen, dass sie nicht perfekt sein werden, dass es positive und negative Aspekte gibt. Und trotzdem können wir es zulassen, uns zu freuen und uns wieder auf das Schöne und Nährende konzentrieren. Wir können bewusst an diese Situationen herangehen. Wir können uns bewusst dafür entscheiden, wie wir mit Situationen umgehen wollen. Wir sind sogar noch viel beschenkter wie ein Kind, denn ein Kind ist darauf angewiesen, auf das, was von außen zu es kommt und es kann es nicht reflektieren. Es saugt es unreflektiert auf und kann nichts von sich abgrenzen. Aber wir als Erwachsene haben sogar die Macht, uns bewusst für eine Seite zu entscheiden. Wir können Vorfreude wieder zulassen, wenn wir uns dafür entscheiden, dass wir das Beste aus dieser Zeit machen wollen und dass wir uns so beschenkt wie noch nie fühlen wollen, dass wir dankbar für das sein wollen, was wir geschenkt bekommen, egal wie klein oder groß das Ganze auch ist. Wir haben die Macht, uns zu reflektieren, zu analysieren und abzugrenzen. Das heißt, wir können sogar noch viel mehr aus dieser Zeit herausholen. Wir können noch viel bewusster handeln und wir können noch viel bewusster reflektieren, was wir aus dieser gegebenen Situation, die uns das Leben schickt, machen wollen. Und genau deshalb möchte ich dich einladen, dass du als erwachsener Mensch Vorfreude wieder richtig fett zulässt und dass du dir wieder erlaubst, dass das die beste Zeit deines Jahres werden darf, dass du dir wieder erlaubst, dass du all diese kleinen Dinge, die du an diesen Tagen machst, so richtig genießt und dass du dich so richtig entspannst und so richtig gehen lässt und dass du all das tust, was dir so richtig gut tut und dass du mit dem, was vielleicht nicht so gut läuft, so richtig erwachsen, bewusst und voller Reflexion umgehst und sagst, hey, ich bin es mir wert, dass diese Tage zu den besten Tagen des Jahres werden und ich habe es verdient, dass das die besten Tage meines Jahres werden und ich freue mich darauf und ich lasse es wieder richtig zu, mich zu freuen, auch wenn ich weiß, dass vielleicht nicht alles glatt läuft, auch wenn ich weiß, dass vielleicht Stress oder Hektik mit dabei ist, auch wenn ich weiß, dass das ein oder andere Dilemma vorprogrammiert ist, auch wenn ich weiß, dass vielleicht manches mir nicht passen wird. Aber ich verbiete mir nicht mehr, Freude zu haben, sondern lasse diese Vorfreude wieder fließen. Ich lasse sie wieder zu. Ich lasse die Nervosität wieder zu, als wäre ich ein kleines Kind und freue mich so richtig auf Weihnachten und erfreue mich an den Düften, an den Geschenken, an allem, was mir das Leben in diesen Tagen schenkt und bringt. Und ich verbiete mir nichts mehr, sondern ich erlaube mir wieder wie ein Kind, nur erwachsener und bewusster
an Weihnachten heranzugehen und diese Zeit so richtig fett zu meiner Zeit zu machen und richtig zu genießen, mein Herz ganz weit zu öffnen, ganz viel Liebe fließen zu lassen und die Freude wirklich von innen heraus wieder zu spüren. Ich möchte dir mit diesem Motivationstalk einfach nur mitgeben an diesem heutigen Tag, dass es so wichtig ist, dass wir als erwachsener Mensch wieder bewusst an die Situationen herangehen und uns wieder erlauben, wirklich Vorfreude fühlen zu dürfen, wieder naiv und kindlicher und trotzdem auch mit dieser erwachsenen, reflektierten Seite an das Ganze heranzugehen. Und wie ich auch im Talk gesagt habe, wir haben es als Erwachsene sogar noch viel leichter, weil wir eben in eine Perspektive wechseln können als erwachsener Mensch, dass wir wirklich sagen, ich gehe wieder bewusst an Situationen heran, ich erlaube mir bewusst Vorfreude zu erfahren, ich erlaube mir bewusst schöne Gefühle fühlen zu dürfen und ich wünsche dir, dass du in diesem Jahr wieder Vorfreude zulassen kannst, dass du dich auf die positive Seite stellst, dass du die schönen Dinge dieser Tage auch genießen kannst und dass du dich auf die Lichtseite in dieser Zeit stellst und dass du dir von innen heraus es wert bist, wirklich schöne und positive Gefühle fühlen zu dürfen. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Resttag, alles Liebe und bis bald.